Das sieht so geil aus, einfach diese Animation, ey. Wenn das bei jedem Texture Pack so wäre, ich würde es richtig feiern. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games auf der Map Survival Games 6. Und ich merke gerade hier bei meinem Skin, da habe ich irgendwie was unterm Kinn. Das ist irgendwie nicht so geil. Auf jeden Fall, ich bin nicht krank oder so. Ich bin nur noch ein bisschen müde, weil ich bin um ungefähr 8.45 Uhr aufgestanden, also um 8:45. Als ob ich einfach gar keine Waffe bekommen habe. Wie schnell looten die Leute bitte? Das ist ja echt unnormal hier. So, aber in der Kiste, okay, ein Diamond. Ein Diamond ist immer geil. Ja, auf jeden Fall gibt es heute ein paar Informationen bezüglich dem, was ich demnächst machen möchte, machen werde und so weiter und so fort, was ich heute so mache. Ja, ich habe ein neues Texture Pack am Start und zwar ist das das Probi Version 2 Texture Pack. Ihr seht, sehen da die Schwerter richtig Porno aus. Also ich finde die mega, mega geil. Und, boah, ich liebe das Texture Pack einfach. Ich habe jetzt ja kurze Zeit das Stegpack benutzt. Auf Dauer ist es aber nicht so meins. Also man kann es auf jeden Fall nehmen, ein bisschen rumzuspielen damit und so weiter. Aber auf Dauer ist das jetzt für mich persönlich halt jetzt nicht so ein Texture Pack, was ich auf Dauer benutzen möchte. Geil, wie komme ich jetzt hier raus? Ja, geil. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklatschen oder was? Ja, okay, nice. Läuft bei mir auf jeden Fall. Von hinten, mein Lieber. So, den haben wir. Wir gehen jetzt einmal ganz schön ins Haus rein, ne? Weil dann können wir uns hier erstmal schön ausrüsten. Genau, zack. Zack, eine Hose hatte er, glaube ich, ja eh nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich finde alleine der Bogen, die Textur vom Bogen sieht mega geil aus. Also der hat sich mega Mühe gegeben mit dem Texture Pack. Finde ich mega cool. Und ja, aber dann würde ich sagen, dann gehen wir mal hier in das Haus, ja. Und zwar heute. Heute werde ich mir ab 19 Uhr die Apple Keynote anschauen. Also, die stellen heute das neue iPhone vor. Und jetzt kommen wieder alle Samsung-Fanboys und sagen, Apple, scheiße. Leute, es ist mein Leben, meine Meinung. Und ich verstehe es nicht, ne? Ich hätte nie gegen Samsung und sagen, Samsung ist so scheiße. Ich persönlich mag halt von Handys her Samsung nicht so gerne. Dafür produzieren die für mich einfach die besten Fernseher. Aber deswegen muss man dann nicht immer sagen, das und das ist scheiße. Man kann doch einfach sagen, man mag das nicht, man mag halt was anderes lieber. Und ich mag halt, was das betrifft, iPhones lieber. Und deswegen, ja, werde ich mir auch heute die Apple Keynote anschauen und mir das Handy dann wahrscheinlich auch holen demnächst. So, nice, den haben wir. Erstmal was Eden hier. So, hatte der irgendwie, ja, das hatte er. Und eine Hose. Und er hatte sogar ein Steinschwert. Alter, das sieht so geil aus, einfach diese Animation, ey. Wenn das bei jedem Texture Pack so wäre, ich würde es richtig feiern. Also ohne Witz, ich würde das richtig hart abfeiern. Ich habe irgendwie richtig viele Schwerter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter, ist ja nicht mehr normal. So, dann kann ich noch runterpacken das TNT und die Pfeile. Wir müssen ja sehen, wie viele Sachen wir hier wegschießen. Und die Keynote ist nicht das Einzige, was ich mir heute Abend noch gebe, denn um ca. 21 Uhr werde ich mir einen schönen, gemütlichen Kinoabend mit meinen Friends machen. Und zwar heute um 21 Uhr startet bei uns das Double Feature von Fuck You Goethe. Das heißt, upsale, so, heute Abend werde ich mir Fuck You Goethe anschauen. So, genau, die Spinnnetze sind vielleicht ganz nice. Alter, Leute, das ist nicht mehr normal. Warum habe ich so viele Schwerter und so viele Ledersachen? Das ist so viele Schwerter, das ist ja unglaublich. Das Double Feature, und zwar läuft heute ab 21 Uhr der erste Teil bis ungefähr, glaube ich, 23.59 Uhr. Und dann startet der zweite Teil. Wird also eine lange Kinonacht heute. Ich freue mich schon sehr drauf und wird auf jeden Fall crazy werden. Ich hoffe einfach mal, dass ich das überlebe und nicht einschlafe oder so. Weil im Kino neige ich immer dazu, einzupennen. Jetzt denken die meisten so, du bist doch keine Oma, die einpennt oder was weiß ich. Ja, ja, das weiß ich schon, aber es ist halt manchmal
ist es im Kino so gemütlich und wenn du dann eh schon übermüdet bist, weil zum Beispiel einmal war es so, da habe ich mir die Tribute von Panem im Kino angeguckt und ich finde den Film klasse, ne? Also ist ein geiler, geiler Film. Das Problem war dabei nur, ich bin davor irgendwie, ich weiß nicht wie viele Stunden mit dem Zug hierher gefahren und war dann von der Zugfahrt, okay, und war dann von der Zugfahrt noch so krass erschöpft, dass ich das einfach nicht ausgehalten hätte, dann da den kompletten Film über meine Augen offen zu halten und den anzuschauen. Also geht niemals ins Kino, wenn ihr müde seid und dann vor allem nicht am Abend. Also wenn ihr dann so um 14 Uhr geht oder so, ist das in Ordnung. Aber wenn ihr dann abends ins Kino geht, wenn ihr eh schon so müde seid, macht es nicht. Die Dunkelheit und so weiter. Und ich bin zum Beispiel jemand, der kann mega gut einschlafen, wenn der Fernseher läuft. Ich glaube, hier drin müsste doch jemand sein. Ich meine, der versteckt sich doch hier. Bestimmt. Ich gehe jetzt mal hoch. Da ist bestimmt jemand. Hier drüben. Ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß, was du letzte Nacht getan hast. Eben nicht. Vielleicht hier oben. Das kann natürlich auch sein. Oder hier. Eventuell. Oder hier auf dem Dach. Ich weiß es nicht. Oh mein. Oh, nee, hier ist jemand. Oho. Okay, ist die wenigstens die große Deathmatch-Arena. Das finde ich sehr gut. Der da drüben hat kein Equip. Der hat ein Dia-Schwert. Oh mein Gott, okay. Das ist natürlich auch nicht so das, was ich gerne möchte. Weil mein Equip. Ja, es ist eigentlich ganz okay. Wir haben 6 Pfeile. Es leben halt nur 3 Spieler, ne? Okay, der hat ihn sogar getötet. What the fuck? Ich würde diesen Oberflaschen da gerne zuerst töten. Weil wenn ich den hab, dann können wir vielleicht mit dem anderen 1 vs 1 machen und faires Mal schauen, ob wir das tun oder nicht. Er kann mich natürlich auch abstauben. Moment, hier müsste doch auch normalerweise irgendwo. Oh scheiße, der hat sich das Dia-Schwert ja rausgenommen. Das war natürlich sehr schlau. So. Oh ja, der hat ein paar Pfeile, glaube ich. So wie es aussieht. Oh, oh. Au, au. Geh weg von mir. So. Bisschen aufpassen hier gerade mal. So. Nice. Das müsste ihm eigentlich ein bisschen Schaden gemacht haben. Okay, wir haben ihn auch einmal getroffen. So. Erstmal hier ein paar Pfeile von ihm aufsammeln. Zack, jetzt haben wir wieder 4 Stück. So, nochmal getroffen und. Oh mein Gott. Okay, Alter, er hatte noch 2 Herzen. Okay, krass. GG. Ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, das war eine schöne Runde Survival Games. Leider haben wir nicht gewonnen, aber dafür, dass er eigentlich ein Diamantschwert hatte, war das eigentlich nicht schlecht. Ja. Ich wollte trotzdem unbedingt jetzt noch heute das Video machen. Ich weiß, in den letzten 2 Tagen kam kein Video. Ich habe es einfach schlichtweg vergessen, dass ich noch ein Video machen muss neben meinen Streams. Und ja. Also Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach ein Däumelein nach oben da. Wenn ihr mehr Survival Games wollt, lasst auch ein Däumchen nach oben da. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr so von dem Texture Pack haltet, wie ihr das so findet. Und ich würde einfach mal sagen, macht's gut, haut rein und ciao.